Ziemlich verlustreich, aber wir haben es geschafft. Also, was kriegen wir jetzt dafür? Ihr habt eine Quest. Was? Die Feste Beidingen wurde ausgeraubt. Ich hielt das für unmöglich. Falls Bados Kontra die Winterfunk bekommen, bin ich ein toter Mann. Ich muss schleunigst fort. Okay, Geldprobleme haben wir jetzt definitiv keine mehr. So, dann schicken wir meine beiden Armeen jetzt einfach mal hier den Sektor mit der... Ja, ist schön. Jetzt erforscht er die Totenbeschwörung. Das könnte uns ein kleines Dorn im Auge sein. So, währenddessen gucken wir mal, dass wir die Armeen wieder hochbringen. Also ja, von hier aus kann ich einen Musketenschützen rüber transferieren. Dass ich da 10 Pikiniere und 14 Musketiere habe. So. 6 Pikiniere, 2 Musketiere. Dann gucken, was dem am Reiter fehlt. So, wie sieht's mit meinen Geistlichen aus? Die sind alle bereit. Dann schicken wir sie mal los. Ja, ein Chor aufsetzen. So, also hier kommen sie definitiv nicht mehr durch. Weil das Gebiet kann nur noch ich betreten. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Ja, böser Blick noch. Das heißt, das Okkulte kann ich vergessen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe vergessen, hier wieder auf Geologie, aber wir haben noch genug Eisen und wir haben auch genug Eisenbarren im Augenblick. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Oh ja, das könnte böse werden jetzt. Ja, sie stehen nämlich als Geister wieder auf und schießen gerade weiter. Der Gegner hat eine Technologie erforscht. Na komm, mit dem Bier
was wir haben. Holen wir uns noch die letzte Technologie. Das ist wieder 442, ja. Mein Pakt mit dem Teufel und geheime Verführung habe ich auch so gekriegt. So, reparieren. Schlacht gewonnen. Sehr gut. Die Armee ist voll. Die Armee braucht noch mehr Pikiniere, nämlich 8. Die Armee kann noch 3 Reiter ertragen. Ja, hier im Burggrab mitten wir auch noch Fisch. Und ja, Geld brauchen wir eigentlich gar keins mehr, dadurch, dass wir die Staatskasse von den Zweigen geplündert haben. Ja, ich bin eigentlich recht zufrieden, wie das gerade läuft. Wir haben zwar von hier keine einzige Technologie, wir konnten aber in den beiden alles erforschen. Also es werden auch die hier. Und hier 2. Uns einheimsen. Glückwunsch. Eine Quest wurde erfüllt. Chorknabe. Wunderbar. Eure Geistlichen sind an der Universität eingetroffen und üben bereits ihre Stimmen. Ich bin sicher, dass das Konzil entzückt sein wird. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die Städte wieder aufbauen. Ja, das können wir ausbauen, dann haben die Bäcker mehr Platz. Mehl haben wir nämlich auch mehr als genug. Ich glaube, Weizen dürfte auch noch weichen. Ja, hier werden wir dann einen Großangriff wahrscheinlich von 2 Seiten brauchen. Und ja, die Kirche können, das Kloster können wir uns dann sparen, wenn es hier eh nichts mehr zu erforschen gibt. Genau das meinte ich. Die Bäckerei hat schon wieder mehr als genug Brot produziert. Ach, Unwetter und du? Geisterrehabilitation.
Machen wir das doch einfach. Ihr Gebäude wurde ausgebaut. Waffen müssten wir fast zur Genüge haben. Also sie werden produziert auf jeden Fall. An dich kann ich nichts mehr schicken. An dich auch nicht. Ja, in die Artikelbibliothek könnte ich was schicken, um große Schäden anzurichten. Naja, warum eigentlich nicht? 10-5-1. Das dürfte leicht hinzukriegen sein. 10-5-1. So, die Kirche ist errichtet. Da kommt unser Baumeister. Kirchweihgelände haben wir auch jetzt erobert. Was hast du eigentlich in deiner Hauptstadt so? Eine Wassermühle? Und ein königliches Schlachthaus hast du. Eine sinnlose Armee da hinten rumstehen und halt die zwei Armeen. Ja. Wohnhaus. So. Materialien und alles kann es ein bisschen dauern, aber wird schon schief gehen. Da baut er jetzt unsere Stadt hier aus. Lass mich raten, dafür muss das Ding erreichbar sein. Ja, Ereignisgebiet nicht erreichbar. Genau. Nebenbei, die können wir mal vorschicken, um die Technologie noch zu erforschen. Festigung ausgebaut. Diese Steinwälle sind ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Wiederherstellung von Kristallseinigkeit. Gut gemacht. Die einheimischen Siedler fühlen sich schon viel sicherer und schicken euch einige Güter als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Vortrefflich. Mit der neu errichteten Kirche sind wir Kristalls Dreieckigkeit einen weiteren Schritt näher gekommen. Die einheimischen Siedler sind stolz auf euch und bereichern euch einige Mützen. Und das wäre es nicht genug, schon genug, verschafft euch die Kirche mehr Prestige. Oh, sehr schöne Questbelohnung. Geld. So, Prestigebelohnung. Nehmen wir mal ruhig die Waffen.
Ja, fehlt halt nur noch ein Geistlicher. Ah, da kommt die Nahrung schon für ihn. So, das heißt, wir können hier unsere Geistlichen losschicken.